Mann, es ist einfach nur ein Job. Und sobald es ein Job wird, findest du deine Fehler, warum der Job scheiße ist. So, ne? Ja. Ich will mich nicht beklagen, ich kann auspennen, so, das ist das Wichtigste, aber das ist fast das Einzige. Bloß, ich finde das alles Mist. Das ist alles Mist. Diese Fan-Nähe. Hörst du meine Texte eigentlich? Hörst du dazu? Ich schreib die doch, wenn es nach den Fans geht. Das war kribil. Bist du kribil? Das war auch bei der Puff-Line. Puff und die anderen auf Zip, mein Bro. Wer hat das gesagt? Ach, irgendein Fuckboy halt. Das könnte eine Line von dir sein. Ja, cool. Ist es eine? Ja. Weil du der aber auch von Suff erzählst. Ja, immer, Digga. Immer am Trinken bin ich. Mhm. Ich bin immer am Trinken. Immer am Trinken. Diese Vorstellung. Das liegt aber an Berlin, oder? Wenn man immer anfängt zu saufen. Ja, ja, ja. Klar, das zieht ihn komplett rein. Ja, Alter. Komplett. Die Stadt komplett frisst ihn auf. Bin real, wie so ein Kind im Süßigkeitenladen. Magst du Berlin? Ich? Ja? Ey, das ist so. Ich laufe über eine Straße und bin so, ah cool, hier ist so ein cooler kleiner Späti, der hat sogar die Raw Papes, cool. Da könnte ich schon wohnen. Dann laufe ich um die Kurve und bin in dem letzten Loch und bin so, ich will hier weg. Und das habe ich von Straße zu Straße und darum bin ich so, jein. Ich will hier, wie heißt das? Bergmann-Kiez. Diese spießige, mit Pflastersteinen, die ganzen Mist so. Das ist doch nicht spießig. Das ist mega geil. Das sieht aber mega geil aus. Ja. Aber so ein Häuschen mit Vorgarten vielleicht, dann so im Randbezirk? Dahl im Eigenheim. Ja, das ist eher meins tatsächlich. Ja? Ja. Oh Gott. Ich laufe schneller in der Stadt, kommt mir so vor, weil die so hektisch und laut ist. Weil du so kurze Beine hast. Berlin ist ja die Stadt, in der man auf jeden Fall sehr viel Kreativität in den letzten Jahren so zusammengesammelt hat. Platzen sehen hat. Da sind sie alle. Und jeder, der was mit Musik macht, der geht irgendwie so nach Berlin. Allein deswegen will ich da nicht hochziehen. Echt? Deswegen nur? Naja, entweder kannst du Musik machen oder kannst keine Musik machen. Aber ich ziehe nach Berlin, um kreativ zu sein, ist so, hä, dann bist du nicht kreativ. Aber Kontakte? Was für Kontakte brauchst du? Also was für Kontakte brauche ich zum Beispiel? Nichts. Ihn? Ja, okay, FaceTime. Aber sonst ist so, ich brauche kein Studio, ich brauche nichts, nichts. Ich brauche keine Songwriter, nichts. Was für Kontakte brauche ich? Ich habe kreative Einflüsse für Inhalte? Für meine Inhalte, die sind so stumpf. Ja, dann was will ich denn kreative Inhalte über das Rauchen erzählen? Ey, kannst du mir mal eine krasse Geschichte erzählen, dass ich die erlebt habe? Ja, ich hab beim Zocken gekifft, boah. Nee, also, das ist bei mir so, ich brauche nichts davon. Das ist das Problem, so. Ich brauche nichts davon. Ich mache ja nichts. Also, ich habe ja bis zu dem letzten, also, Blau habe ich ja bei ihm aufgenommen. Davor habe ich halt in meinen Kleiderschrank reingerappt, so. Weißt du, ich brauche kein Studio, ich brauche keinen kreativen Input, ich brauche keine Songwriter. Ich brauche diese Kontakte nicht. Vielleicht aber, um so ein Qualitätslevel so auf eine nächste Stufe zu bringen oder so. Das Studio besser. Ich meine, den Kleiderschrank reinrappen ist im Zweifel eine Sache, die finde ich persönlich sehr sympathisch und die hört man dann auch den Sachen an, in positiver Natur. Ja. So, aber dann kommt ja trotzdem auch der Anspruch, irgendwann vielleicht mal das große Studio. Ey, aber, also guck mal, bei mir ist das Problem, ich arbeite halt nur mit Menschen, die ich kenne. So, ich will nicht mit Fremden, mit Dienstleistern arbeiten. So, ich will mit ihm arbeiten, will sagen, er soll mich aufnehmen, er soll die Beats machen, er soll das machen, er soll das machen, er soll das machen. Mein Typ, der die Videos gemacht hat, ist Homie, so, der mein Merchandise, die ganzen Grafiken macht, Homie, so, das ist alles so, ich brauche diese, die müssen wissen, das ist Lance, der tickt so und das ist sein Film. Und dann funktioniert das, alles andere funktioniert nicht. Und darum brauche ich, die Kontakte, die ich habe, sind meine Kontakte. Und nicht, ja, den Videotypen habe ich vom Label bekommen. Aber was du gerade gesagt hast hier mit so dieses Qualitäts, nächste Level und bla, ich sag mal so, das hatte ich ja schon mal. Das habe ich ja in dem Sinne durchgemacht. Ne? So, ich meine, ich habe mein erstes Album hier, Monty, in Hamburg, auch in einer selbstgebastelten Booth bei Lukas, so, bei Crusoe aufgenommen. Und da war es dann so, boah, innovativ und oh, was ein krasser Typ, der wird die nächste Zukunft. Boah. Dann Album gemacht. Genau das gedacht, jetzt muss der nächste Step gemacht werden, der muss ja jetzt gemacht werden, weil es ist ja immer logisch, so, jetzt großes Studio, bla bla, obwohl das Studio jetzt auch nicht riesig war und so. Hast du ja gesehen, was passiert, ein Spaß. Und dann kam die Realität. Ja, und dann auf den Boden der Tatsachen zurück. Nee, ne? Aber weißt du, es ist halt genau so, das war dann so, ja, dann habe ich das irgendwie gemacht, ich hatte ja auch Bock drauf und so, aber jetzt mache ich halt eigentlich in dem Sinne wieder mehr oder weniger das, was ich davor gemacht habe in Hamburg so.
klar, ein bisschen mehr Knowledge habe ich und so. Und ich habe auch durch dieses Album dann in dem großen Studio und so vieles dazugelernt. Mittlerweile kann ich einigermaßen abmischen so. Mittlerweile kann ich produzieren und weiß tatsächlich, was ein Akkord ist und sowas. Weißt du, nicht nur alles intuitiv und was weiß ich. Aber das ist jetzt so, dass halt Leute jetzt wieder sagen so, boah, der ist ja jetzt wieder interessant. Oh, weißt du, das ist das jetzt. Da gehören sicherlich einige Faktoren dazu. Einflüsse von außen, natürlich Qualitätslevel, aber auch der eigene Anspruch und die eigene Herangehensweise an die Arbeit, die Konzentration, der Fokus. Mhm. Du hast ja selber gesagt, dass du nicht nach Berlin gehen, im Zweifel, dann so interpretiere ich das auch, den Fokus schärft, weil auch nicht so viele Einflüsse von draußen kommen. Ja, und eben, Leute, und ich finde vor allem, ich bin jetzt nicht so, ne, so, ich halte nicht die Hip-Hop-Flagge hoch mit so, oh, das ist mein Leben, ne, das, aber... das habe ich auch nicht erwartet. Nein, aber die Sache ist einfach, das verwischt unglaublich der Grund, warum du das machst. Und das ist, wie gesagt, nicht so, dass ich Cypher kick und den ganzen Mist mache, so, aber es ist einfach so, das wird so schnell straight business, das ist so ekelhaft für mich. So. Mhm. Du bist halt einfach, dann bist du da oben, dann hast du vielleicht ein geileres hier Connection, dann bin ich schneller beim Studio da und da, aber es ist so purer Arbeitsprozess und das fuckt einen ab. So. Ich brauche auch immer dieses Freie und wenn ich halt nicht in Berlin bin, sondern zu Hause mit meinen Jungs, dann ist so, hey, ich bin halt der, der ich bin und ich mache halt Mucke. Und nicht, ich bin da oben, ich mache jetzt Musik, ich muss jetzt hier Hits, Hits, Hits. So. Das ist so, das kommt so viel Müll auf dich zu, weißt du, an Input. Dass ich mache da zu, das ist bei mir das Problem. Wenn es zu viel Business wird, mache ich zu. Wenn eine Promo bei mir mit meinem Album, bei den EPs war das so, bei meinem Album, das geht vielleicht 3 Wochen, dann fuck ich mich ab. Dann bin ich so, ich will das nicht mehr sehen, ich will nicht mehr hier, Lanspa, das. Ich bin da direkt, das ist zu viel so, weißt du? Und darum, das muss nicht immer positiv sein. In Berlin so, da wohnen alle und wozu? So. Jetzt habt ihr ja beiden schon ein bisschen längere Vergangenheit, als ihr euch kennengelernt habt und was ihr zusammen gemacht habt. In dieser Zeit hast du dann ja genau das, was du eben angeschrieben hast, so diese ganze Reise gemacht und den einen Schritt nach dem anderen und bist nach Berlin gegangen. Mhm. So, wie hast du das, Jens, von deiner Sicht aus und von der Seite aus betrachtet, im Zweifel als Freund oder als jemand, den du kennst, um zu sehen, was dabei ihm passiert ist? Naja, ich habe das ja alles mitbekommen. So. Ich habe ja die ersten Demos mitbekommen, so wenn ich oben war. Und ich habe halt auch dann den Abfuck gesehen, also der sich mitgetragen hat, so. Parallel dazu habe ich das, ich habe ja diesen Abfuck nicht karrieremäßig irgendwie mitgekriegt, aber ich habe die... Du hast einen gehabt, der quasi ihn vorgelegt hat. Ja, und ich habe sie im Entferntesten selbst bei mir auch gesehen, ohne dass es jetzt zu dieser Fall kam, aber es war halt trotzdem so dieses, wow, das ist nicht geil, was hier so passiert und wie das alles funktioniert und wie viele Leute auf einmal auf dich scheißen, wenn du halt was Fragwürdiges oder was nicht so geil kommt und so, also das habe ich halt bei ihm mitbekommen und wie... Also das schreckt mich natürlich auch ab. So, ja. Ne? Also, es war so, also, ne? Ist ja kein Ding so, aber er war halt einfach... Er war nämlich ganz kurz davor, ein Album mit dicker Band zu machen. Nein! Ein bisschen mehr Pop und so. Das war überhaupt nicht... Ja, genau. Nee, also das war überhaupt nicht der Punkt. Aber es war halt schon so, wow. Also ne, das kann ganz schnell vorbei sein so. Und, aber halt, er hat es ja so, also man muss wirklich sagen, auch so im Hintergrund so, also hinter den Kulissen, die volle Ladung abgekriegt so. Und das ist für mich Notbremse, so, weißt du? Mich würde mal interessieren, ob es an ihm lag oder an den Umständen. Was würdest du sagen? Immer an den anderen. Ja, das ist ja die einfachste Regelung. Aber ihr seid ja beide dann Leute, die in den letzten Jahren auch sehr viel Interesse und Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben mit dem, was sie gemacht haben, auf die Art und Weise. Und dann muss man damit umgehen können. Ja, absolut. Aber ich glaube kann halt ich bei auch. Ihm, weißt du, man kann sich fragen, warum ist es gefloppt? Aber man kann sich auch fragen, wieso haben Person XYZ oder Label XYZ oder egal was, dann auf ihn geschissen. So, weißt du? Und das ist dann so, wenn was nicht läuft, läuft es nicht. Aber dass die Leute nicht mehr hinter dir stehen, das ist dann nicht unser, weißt du? Dann ist es das straight business, von dem du gerade geschrieben hast. Ja, das ist ja dieses straight business, wo du einfach sagst, so Abstand. Ja. Bist du vom Typ her gar nicht derjenige, der in diesem Business, Rap, also Rap-Business so funktionieren kann als Person? Bist du daran gescheitert? Ich habe halt einfach diese Zeit damals, als ich halt hier die Mucke gemacht habe und so in Hamburg, das war für mich einfach so, wir hatten alle einfach Spaß daran so. Wir haben an nichts gedacht so in dem Sinne. Als ich Monty gemacht habe, da gab es kein Ziel so wirklich. Da war das einzige Ziel, ey, wir pressen 10, 20 Stück davon so nach dem Motto. Also wir haben, glaube ich, 100 oder so in der Erstauflage gemacht. Und ich habe gesagt, ey, wenn ich
20 verkaufe, habe ich die Ausgaben wieder drin. So, weil das halt wirklich, das war der Plan, weil das Ding ist, die waren ja selbst gebrannt, selbst bedruckt und bla. Da war mit 20 halt wieder so, die waren die Kosten drin. So habe ich mir irgendwie 200 Euro von meiner Mutter geliehen, damit ich mir einen Drucker kaufen kann und so, um die CDs zu bedrucken. Und ja, dann sind aber 20 CDs mehr als schnell weggegangen irgendwie und war plötzlich eine riesengroße Nachfrage plötzlich für uns und unsere Verhältnisse halt da. Und dann ist so alles irgendwie eingestürzt in dem Sinne auf mich. Und da hatte ich schon krass Bock irgendwie auch auf alles. Ich war so, boah, geil, irgendwie auch Teil dieser Szene zu sein und boah, fett. Dann bin ich halt auch Backstage so im Splash irgendwie zum ersten Mal rumgelaufen. Und war so, boah, krass, da ist ja der und ha, hier und mit dem noch connecten und ja, klar, lass uns das machen, hier, zack, zack, zack. Ich war ganzes Splash das erste Mal, als ich da war und auch das zweite Mal nur im Backstage. Ich hab draußen nichts gesehen, obwohl voll viele Acts da waren, die mich interessiert hätten, so. Aber ich war so, voll nein, Mann, ja, das muss man jetzt alles aufsaugen und so. Ey, und wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie ich letztes Jahr da war, da habe ich, keine Ahnung, so 3-4 Interviews oder sowas gegeben, ja, allerhöchstens. Und bin die ganze Zeit draußen mit meinen ganzen Jungs gewesen so und haben halt Spaß gehabt in dem Sinne. Auch 3 Tage lang so und ich war auch sehr gerne da, aber ich habe nur 2 Sachen Backstage genutzt. Toilette ist besser und Getränke kriegst du schneller. Ja. Und sonst immer straight raus. Und das war gar nicht mal so, ich habe nicht diese extreme Anti-Haltung, wie er sie hat. Dieses wirklich, ey, ich hasse euch alle. Der Grinch zu Hause. So, nee, aber ich habe nicht diese extreme Anti-Haltung in dem Sinne. Aber ich weiß halt einfach bei 95% so, das ist, wenn man die dann so trifft, das ist halt einfach nur so ein oberflächliches Scheißgebabbel. Das interessiert mich. Das ist ganz interessant, wenn du nämlich dann so beschreibst, wie das Splash für dich und der Backstage so deine glorifizierende Wirkung hatten und du ziemlich begeistert davon warst. Und dann du auf der anderen Seite, ich versuche gerade die Zeile zu finden, aber auf der EP, um die es jetzt ja dann heute auch geht, rappst du, ja, ich mag auch das Festival Backstage oder so, aber irgendwie so. Klassentreffen. Ja, Klassentreffen, ja. Ja, genau. Splash ist wie klar, ich mochte, früher fand ich auch alle Kacke in der Klasse. Ja, wie geht denn die, für mich sind Festivals auch wie Klassentreffen, denn meine Klasse waren damals auch nur Deppen. Ja, genau, genau. Das heißt, ihr geht ja im Prinzip von vornherein eigentlich total anders, und zumindest seid ihr in den letzten Jahren total anders durch das, was Business oder Rap-Kosmos so da draußen ist, seid ihr komplett anders durchgegangen, oder? Ja. Auch von der ganzen Herangehensweise. Ja. Wie könnt ihr dann gut zusammenkommen an der ganzen, also was Zusammenarbeit und sowas angeht? Ist der Blick dann eigentlich auch komplett anderer? Nein, oder? Überhaupt nicht. Ich bin halt nur ein bisschen, also was diese Anti-Haltung angeht, bin ich halt ein bisschen extremer. Aber das ist auch privat so. Ich bin nicht anti, so, aber ich bin einfach nur so, warum soll ich jetzt mit denen rumhängen? Ne? Die Leute denken so, der geht nicht im Backstage oder der verpisst sich nach dem Gig direkt zum Auto und geht nach Hause. Arroganter Penner. Genau, aber das ist nicht der Punkt. Das ist einfach nur, ich sehe das halt so wie so ein Opel-Fanclub. So, wenn du ein Opel hast und ich habe ein Opel, dann ist doch keine Basis da, dass wir uns jeden Donnerstag zu einem Bier treffen. Das ist so, du fährst das gleiche Auto und die machen das gleiche, was ich mache, aber das ist nicht so, ich hasse die, sondern es ist einfach so, die sind mir einfach und wirklich, wirklich völlig nüchtern. Egal. Das ist einfach so, das sind fremde Menschen, die sollen machen. Ist okay, aber ich muss nicht mit denen rumhängen, weil ich habe meine Leute. Das ist einfach der Punkt. Und darum bin ich da so extrem und die Leute denken, der ist so überhaupt nicht so. Ja, gut. Aber das Ding ist, dass wir haben ja gestern erst das Thema tatsächlich zufällig gehabt, weil wir mit Credibil und noch ein paar Leuten irgendwie was essen waren. Und das war so lustig halt, als er das erste Mal halt Credibil kennengelernt hat, war ich kannte ihn ja schon vorher, logischerweise Lance auch. Und da haben wir diese Splash-Mac-Cypher gedreht. Und da hat Lance quasi die Leute um sich herum raussuchen sollen für diese Cypher, weil er war angefragt und wen willst du mitnehmen. Okay. Und dann kam er halt auf Dizzy, weil der halt Support auch war irgendwie und die auch cool miteinander sind. Dann kam er auf mich so, weil klar, ne? Weil er wusste, ich werde das Ding zersägen. Nein, aber so. Ja. Nee, aber dann kam er halt natürlich auch zu mir so irgendwie. Und daran siehst du auch so, er hat sich nicht irgendwie gesucht, so, ja, da mache ich noch mit dem, weil den finde ich irgendwie als Rapper auch krass und so. Mehr kenne ich nicht. Sondern es ist so, ist halt wirklich nur so. Die, mit denen ich cool bin, will ich sowas machen. Sonst würde ich niemanden fragen. Und dann so war er so, ja, aber irgendwie noch jemand wäre ja ganz cool, sonst sind wir da zu dritt, ist vielleicht auch ein bisschen wenig so.
ja, frag doch mal kredibil, du bist ja irgendwie so jetzt voll cool mit dem, so, dann scheint es ja ein cooler Typ zu sein, so, er vertraut so quasi auf meine Meinung, weißt du, so, weil er dann so ist, ey, wenn er mit ihm abhängt, dann muss er ja ein cooler Typ trotzdem sein, so, weißt du, so, der bürgt quasi für ihn. Und dann saß ich zufällig, gerade in dem Moment, als er mir mich angerufen hat oder Sprachnotiz geschickt hat, saß ich gerade neben Credibil so, und dann haben wir das halt abgemacht. Dann sind wir da in Berlin, haben wir das alles gemacht, dieses Splashback-Cypher aufgenommen, und danach sind wir noch zu viert was essen gegangen. Und am Tag darauf hatte Credibil Geburtstag. Und so wie halt Credibil der sozialste Mensch der Welt ist, so, wenn der auch irgendwo ist, dann sind direkt 30 andere Leute auch da, so, weißt du? Und wir sprechen jetzt nicht irgendwie von 30, ja, so kleine, chillige Leute, so, oh, kleine Runde, so. Nein, wir reden einfach von 30 Kanaken, so, weißt du, die alle laut sind, so alle, ah, und die sind, weißt du, was ich meine, so. Ja. Und alle irgendwie so, der eine lauter als der andere, krassere Geschichte als der andere. Und oh, das sind halt so eigentlich Leute, die komplett konträr zu ihm sind, so in dem Sinne, weißt du? So, ich kenne das halt in dem Sinne noch eher, weil ich mit solchen Leuten viel auch aufgewachsen bin. Ich bin ja auch mit Credibil einfach cool, ich kenne seine Leute so, weißt du? Und ich habe dann halt dieser Geburtstag, Lance war bei mir. Ich war so, yo, ich würde auf jeden Fall gerne zu dem Geburtstag da, der natürlich in einer Shisha-Bar war, so, würde ich da gerne hingehen. Alle Klischees. Da sind dann halt noch so ganz, da sind bestimmt noch ein paar Leute von Credibil da. Und er war so, hab halt nur so aus Höflichkeit so gefragt, willst du mitkommen, weil er gerade bei mir halt war, so, ja. Weißt du, ich glaube, du hast auch bei mir gepennt oder so, weiß gar nicht. Und dann so, ja, willst du mitkommen, so, musst du auch nicht. Und er war so, ja, klar. Und das war wirklich so ein Moment, das habe ich einigen Leuten schon erzählt, so, ey, der ist einfach mitgekommen. Das war so, echt? Und in meinem Kopf war in dem Moment, als ich nur, ich habe zu ihm gesagt, cool, aber in meinem Kopf war so, du kommst da mit? Hast du es bereut? Null. Nein, überhaupt nicht. So, ein guter Mensch. Aber ich meine, trotz der ganzen vielen Leute drumherum, weil dann geht ja dann auch wieder das Socializing los. Und das Leute kann er ja eigentlich. Ich kann das schon, aber ich muss halt wissen, so irgendeine Basis ist da, was uns zusammenbringt. Und das war er so. Und jetzt, ey, super, super, creepy, super, super, super Typ. Also wirklich auch seine ganzen Leute, super, aber von alleine niemals, niemals. Und das ist halt einfach so, ich habe halt keinen Reiz, so, ich habe einfach keinen Reiz. Und das will ich halt sagen, so, mir geht es nicht darum, dass ich sage, das sind schlechte Menschen. Das können auch wirklich faktisch, kann mir jeder sagen, das kennst du bestimmt auch so, wenn du irgendeinen Rapper hatest, ist so, ja, privat ist der voll nett. Das ist so, ich kenne den doch privat nicht, ist doch okay, wenn er nett ist, aber ich höre doch nur seine scheiß Musik, so. Ne? Aber das mag ich nicht verurteilen, das ist einfach nur so, das, was ich von ihm kenne, interessiert mich nicht. Dass er nett ist, kann doch, ist doch schön. Dann soll der mit Leuten rumhängen. So, aber ich will der Typ normal nicht sein. Aber wenn halt diese Basis da ist, so. Und das ist halt so auf jeden Fall ein großer Unterschied zu mir in dem Sinne, weil ich bin jetzt auch, so, ich meine, das hört man da ja auch raus und so, ich scheiß auch schon irgendwie so vom Ding her auf vieles und will auch gar nicht mehr so Teil in dem Sinne, so krass dieser Szene sein und bla und was. Also mir ist der Zirkus extrem egal geworden, so. Aber gleichzeitig. Trotzdem, so zum Beispiel, so habe ich ja Credibil kennengelernt. Ich habe dem seine Sachen, ich mochte die einfach so. Ich fand seine Sachen echt gut und habe das dann auch schon so ein paar Mal gepostet, und so, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Dann war ich auf dem Splash tatsächlich und ich bin dann aber auch offensiv zu ihm hingegangen. Ich habe ihn Backstage gesehen und bin dann halt hingegangen und war so, ey, ich feiere deine Sachen. Und so haben wir uns zum ersten Mal eigentlich getroffen und so, ey, cool, bla, freut mich, was weiß ich so. Und dann haben wir er hat aber nicht zurückgesagt, ich feiere deine Sachen, muss ich dazu sagen, fand ich sehr lustig. So, weil normalerweise ist das halt, ja, das ist genau diese Sache, die mich nämlich stört. Und deswegen mag ich ihn halt so. Weil normalerweise wäre es, dass er auch sagt, ja Bruder, ich feiere deine Sachen auch. Hat sie aber noch nie gehört. Aber in dem Moment muss er es sagen, weil das ist ja höflich, so nach dem Motto, weißt du? Und genau das ist es. Du gehst auf diesen Festivals rum und was weiß ich. Und da sind immer irgendwelche Leute, die du noch nie gesehen hast, aber sie müssen dir das jetzt gerade mal sagen, sodass sie dich feiern. Auf welchem Grund auch immer. Einfach zum Connecten. Ich weiß nicht mal, warum sie connecten wollen. Ich kann denen ja nichts geben, keine Ahnung. So. Oh, Digga. Ja, doch, ich könnte ihnen die dopesten Beats Deutschlands geben. Geh, geh. Nein. Einer zu Was ist denn die Basis bei euch beiden, um eine Pizza zu machen? Freundschaft. Ist es diese Anti-Haltung? Die Stadt hat es gerade gesagt. Freundschaft, ich sag's nochmal, Freundschaft. die Basis, es ist tatsächlich klar, wir kommen zusammen, wenn wir befreundet sind. Wir,
Also ich feiere ihn, ich feiere seine Beats und ich weiß, dass er diese Anti-Haltung auch hat. Die ist nicht so krass anti wie meine, ne? So dieses, so diese spießige Opa am Fenster. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr low-key. Ja, so. Das stimmt. Aber ich meine, wenn man sich ja schon seit Minus meine Sachen angehört das hat. Das ist so, halt genau der Punkt. Die halt. Anti-Haltung kommt in jedem Song eigentlich raus. So, eigentlich sage ich in jedem Song, das, was Lance rausbrüllt, sage ich eher so. Er sagt, ich will mit euch nicht rumhängen, weil ihr seid scheiße. Ich sage, ich hänge nur mit meinen Jungs rum, weil wir sind die geilsten. Weil es ist der Unterschied so ein bisschen. Aber im Endeffekt ist die Aussage dieselbe. Bei ihm ist man es gewohnt, bei dir weiß man, dass das so passiert, dass du auch eine gewisse Ignoranz dann einem gegenüber, die dir immer an, also dadurch als Begriff drübergelegt wird, allem hast, was da draußen passiert. Bei dir war es ja genau andersrum. Das sorgt natürlich dafür, dass wenn man das in der ersten Sekunde hört, der ganze große Hype ist vorbei, Verträge sind gecancelt und dann kommt die Anti-Haltung, ich finde euch hier alle scheiße, Mittelfinger. Und diese ganze EP ist einfach nur ein lauter Mittelfinger gegen alles, was da draußen irgendwie so stattfindet. Ein bisschen ausgeartet. An der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall so. Da werden sich bestimmt noch ein oder andere Rapper melden, obwohl sie nicht namentlich genannt wurden. Aber it is what it muss is. Das sein? Ist das Frust? Frust? Null. Null. Bist du sicher? Null, auf jeden Fall nicht. Also wenn ich eine Sache nicht bin, also wenn ich von mir sprechen kann, auf jeden Fall so, wenn ich eine Sache nicht bin, dann ist es frustriert. Ich habe wirklich gerade, das klingt so richtig abgedroschen mäßig, aber time of my life. Alter. Aber warst du frustriert zwischendurch? Ich war zwischendurch frustriert, auf jeden Fall. Das war aber eher so 2014 rum. Als dann das Album draußen war, so damals, und dann es so weiterging und bla, und du eben halt so diese Nachwehen gemerkt hast teilweise und sich viele Dinge geändert haben und so, ich war sehr angepisst, frustriert, enttäuscht und was weiß ich. Und dann gingen die Arbeiten an seinem Album los, an dem Blau-Album. Und da habe ich tatsächlich wieder so ein bisschen neue Kraft in dem Sinne geschöpft. Auch wenn ich ihn schon, keine Ahnung, 3 Jahre zu dem Zeitpunkt kannte oder so. Ja. Aber es war so, wir haben dann Blau gemacht und dann saßen wir so bei mir irgendwie und es hat mir alles wieder so viel Spaß gemacht, diese ganze Mucke. Weil ich habe wirklich zwischen dem, und kannst du Lance gerne fragen, wie viel Musik ich mache so. Ich sitze ja jeden Tag eigentlich da und mache Musik. Ja. Und zwischen Album ist rausgekommen damals, ich glaube es war irgendwie August 2014 und Blau habe ich, glaube ich, 2, 3 Beats gemacht, so einen halben Text geschrieben oder so. Und dann ging erst wieder Musik bei mir los, weil ich hatte die ganze Zeit keinen Bock. Und wenn ich schon keinen Bock mehr auf Musik habe, dann muss man mir schon eine Menge verdorben haben, so, weißt du? Oder ich habe es mir selbst verdorben, keine Ahnung. Aber das ging so da bei mir los, dass ich sage so, boah, jetzt habe ich wieder richtig Bock und was weiß ich. Und deswegen ist es auf jeden Fall kein Frust. Und ich hoffe auch nicht, dass es irgendwie frustriert rüberkommt. Na, die Gefahr besteht halt einfach mit der Geschichte und all dem, was dann passiert und ein bisschen Stille. Auf jeden Fall, klar. Und dann fängst du an, hier auf alles draußen rumzumeckern, was im Deutschrap gerade so gang und gäbe ist. Worauf man sich ja dann aber doch in bestimmten Zeilen auf jeden Fall einigen kann, wenn man das dann relativ sachlich analysiert. Hoffe ich doch. Und das ist eigentlich auch ziemlich sachlich in dem Sinne gemeint. Ist auf jeden Fall nicht frustriert gemeint. Weil frustriert bin ich definitiv aber nicht. Ja, bei mir, also, was soll ich da sagen? Bei mir ist das auch nicht. Also, wozu soll ich frustriert? Bei mir. Nee, bei dir ist es, ne, so. Das Ding ist, erstens, man kennt es. Halt eine andere Situation, man kennt es. Ja. Und ne, das Ding ist so, bei mir, es läuft ja alles so. Ich bin jetzt nicht so dieses. Nee, bei dir ist ja, du sitzt ja da im Zweifel auf deinem kleinen. Also ich beschreibe das immer mit Planeten. Auf dem kleinen Planeten kannst du dann draußen rüberwinken und sagen: Aber hier, Finger weg von meiner Wiese und so. Ja, gab es dann aber auch den Moment, wo du dich zu ihm gesetzt hast und sagst: Siehst du Penner, ich habe dir das doch von Anfang an gesagt. Jetzt hör auf zu heulen und mag der Mucke. Vorträge halten, Alter. Warum nicht? Allein, dass er zu mir kommt und mir sagt, mach mal Mucke. Das ist eine Situation, die wird niemals passieren. Nee, aber das ist ich rede eher, wenn du selber von Freundschaft gesprochen hast, von diesem Moment ihn mal zu rütteln und sagen, ich hab, so nach dem Motto, du siehst doch, ich gebe einen Fick auf alles, du bist einmal durchs ganze Becken geschwommen. Ja, war doch klar, dass das nicht funktioniert. So. Darum, er hat da so ein bisschen Energie draus geschöpft, so, ne? Dass es halt auch leichter geht. Und ich wiederum jetzt bei ihm, weil ich sehe, wie geil das für ihn ist, also seine Situation jetzt, dieses Ungebundene, ne? So dieses, hey, ich mach halt einfach Mucke, so. Ja. Und das gibt mir dann wiederum so diesen Ansporn, so, ey, es ist so geil, wenn du einfach nur Mucke machen kannst, wirklich. Und nicht diesen Hip-Hop-Flaggen-Ding so, sondern einfach, hey, ich sitze einfach und mach Mucke. Die EP ist der Trollkommentar unter den Videos des Landes. Das habt ihr, glaube ich, beide nee. Gerappt. Ah, nee, du hast das gerappt, genau.
Heißt also, ihr seid mit der Gesamtsituation im Deutschrap gerade unzufrieden? Das ist ja auch zum Kotzen. Ja? Ja, ist doch... Ey, aber was heißt zum Kotzen? 50% langweilig und die anderen 50% sind einfach nur so... Es ist Marketing. Bleh. Es ist einfach nur so tot. Es ist nur Marketing. Es ist nur so, hier, er konnte mit seinem neuen Lied schon so und so viel Klickzahlen erreichen. Ja, freu dich doch. Freu dich doch, super. Also keine Ahnung, bei mir so hat es tatsächlich aufgehört an dem Zeitpunkt, wo nur noch über scheiß Charts diskutiert Charts, wurden. Charts, Deluxe-Boxen, so. Irgendwelche Rentner, die zurückkommen und Mucke machen und jeder sagt, diese Scheiße. Ist, Alter, ey, ist so. Die kommen zurück, also... muss ich jetzt gerade ein bisschen... Dann, er muss sich so aber nein, ich finde halt diesen Kontrast... Nee, lass mal raus. Da kommen irgendwelche alten Hasen zurück. Und jeder, der das hört, der auch früher Fan war und der eigentlich keinen Grund hat, sauer zu sein, sagt, das ist scheiße. Und dann liest du eine Review und die sind so, das beste Album, was die wahrscheinlich je gemacht haben. Du bist so, fick dich. Das ist einfach kaputt. Das ist einfach, Business ist so ekelhaft. Ohne Scheiß. Ich habe mal Respekt vor den alten Hasen, jetzt kann ich komplett drauf scheißen. Ja, es geht nicht mehr. So, es geht nicht mehr. Sagst du auf Respekt. Heißt also, dass du früher dann schon auch wahrscheinlich mit einem anderen Blickwinkel dann das auch anders gesehen hast, was die Leute gemacht haben? Ja, ich finde einfach, es reicht nicht zu sagen, guck mal, was der für Hip-Hop, was heißt denn für Hip-Hop etwas getan? Gäbe es ihn ohne dich nicht mehr? Oder? Nö, schon im Zweifel bei einigen sicherlich schon eine gewisse Facette oder, ja, oder, ja cool. Oder eine Reichweite. Ja, aber das ist ja cool. Bis zum Tod kriegst du dafür meinen Respekt. Aber das rechtfertigt nicht, wenn du ein scheiß Album machst. Wenn du einfach nicht mehr gut bist, wenn du verbittert wirkst oder man offensichtlich merkt, dass du auf der Welle, wo Hip-Hop momentan wieder drauf rumreitet, dass du da ein Teil davon sein willst. Dass du ein Stück vom Kuchen oder dass du nicht drauf klarkommst, dass du auf der Straße nicht mehr erkannt wirst und deswegen Mucke machst. Dass, wenn ich das raushöre, dann ist das egal, was du damals geleistet hast. Siehst du das auch so? Ja, wir haben den Song ja zusammen gemacht. Er fing auch an mit meinem Part. Ja, sein Part war zuerst. Mein Part war zuerst da. Ich sehe es auch so. Ich find es halt so, wer war das nochmal, der sich da so brutal aufgeregt hat irgendwann mal? So dieses, ja, warum kommst du denn jetzt zurück nach dem Motto? Was war das nochmal? Shindy mit Curse Shindy oder so? Shindy und Curse zum Beispiel. Also Manuelsen war dann der Zweite, aber er hat sich zuerst dann auch erst über Curse aufgeregt und Manuelsen war ein nächstes Beispiel. Ja, genau. Und ja, es ist natürlich so ein Stück weit vielleicht auch so ein bisschen wahr. So, weißt du, ich will jetzt hier nicht irgendwie Curse den Arm. Ach, vielleicht, keine Ahnung. Ey, es geht da wirklich nicht aber darum. Aber es ist halt einfach so, jetzt kommen ganz viele einfach so gerade zurück und was weiß ich, und das so die letzten drei, vier Jahre irgendwie so andauernd hat irgendjemand wieder wieder ein Album so rauszubringen. Und das ist auch alles schön und gut, kann ja jeder machen, was er will so, aber das ist halt Jahre davor nicht gewesen, komischerweise. Und klar, jetzt funktioniert es halt einfach besser und so. Und das, also ich weiß nicht, ich finde, also ich brauche nicht noch ein Comeback. Nee? Ich warte auf kein Comeback. Also aber ich meine, ihr seid doch auch selber irgendwo... Ganz nüchtern gesagt. Ihr seid doch auch irgendwo Musiker. Und am Ende aber ganz nüchtern gesagt. Wer wartet denn ernsthaft, so wirklich ernsthaft auf ein Album von irgendjemandem? Wer wartet, und dann nehme ich uns beide auch rein, wer wartet denn wirklich sehnsüchtig auf ein Album von mir oder von ihm? Ich würde sagen, als Musterbeispiel das Beginneralbum und die Verkaufszahlen... Nein, das meine ich so gar nicht. Nee, als Beispiel. Vorbestellungen, Ticketverkäufe... So, das heißt, da war eine riesengroße Erwartungshaltung. Da war eine Nachfrage da, aber das ist ja genau das Ding. Musik nach Nachfrage machen, dann kannst du dich auch ans Fließband stellen. Aber du hast die Frage gefragt, wer wartet denn wirklich? Wer wartet wirklich sehnsüchtig auf ein Album? Das ich glaube, auf ein Beginneralbum haben sie 10 Jahre lang gewartet. Hundertprozentig. Du musst die Frage noch viel weiter reichen. Und zwar ist die Sache so, ich zum Beispiel bin ein riesengroßer Kanye West-Fan. Kein Geheimnis. So. Wenn er morgen sagen würde, ich bringe nie wieder mein Album raus, dann nehme ich mir jetzt nicht das Leben. Dann sage ich, okay, bring Kanye West halt kein Album mehr raus. Legit so, mach doch. So, also denkt kurz so, schade, aber der hat wie viel, 7, 8 Alben rausgebracht, höre ich die halt so. Weißt du, und das ist so, ich brauche in dem Sinne kein neues Album von ihm. Das nimmt mir an meiner Lebensqualität in dem Sinne nichts wieder. Die ganzen Leute, die meinetwegen jetzt auf dieses Beginneralbum gewartet haben, so. Davon wird, wenn es nicht rausgekommen wäre,
das wäre jetzt nicht ein Weltuntergang gewesen. Verstehst du, was ich meine? In dem Sinne, wer wartet wirklich so in dem Sinne auf ein Album von irgendjemandem? Egal von wem, egal ob der gerade aktuell ist, ob der vor 20 Jahren aktuell war. Wer wartet so dringend darauf, dass es wirklich ganz schlimm ist, wenn es nicht rauskommt? Ich glaube, die breite Fanmasse, die dafür sorgt, dass so Künstler von einem normalen auf einen Hyperlevel steigen. So bei einem Crew-Album sitzen bestimmt da draußen hunderttausende kleine Kitties und warten sehnsüchtig darauf, dass das nächste kommt, haben dann aber, glaube ich, einen anderen Qualitätsanspruch, als dass zum Beispiel Leute haben wie ihr, die selber Musik machen und selber dann also, auch... Keine Ahnung, ich bin halt so, natürlich, klar, dadurch, dass man selber Musik macht und so, wird man irgendwann unfassbar ekelhaft kritisch, so, weißt du, wenn du einmal irgendwie angefangen hast, selber, ich arbeite im Café beispielsweise, ich weiß jetzt, wie man einen guten Cappuccino macht mit Milchschaum, Muster und bla bla bla, wenn ich irgendwo jetzt einen Cappuccino trinken gehe und da so dieser Blubberschaum, Bauschaum nennt man das, dann trinke ich den und bin so, was ein Abfall, dafür zahle ich jetzt keine 2,70. Ja. Weißt du, was ich meine? Klar, als Musiker hast du nochmal irgendwie andere Ansprüche und so. Also ich würde mich jetzt auch nicht da hinstellen und sagen, ich bin der krasseste Musiker der Welt, deswegen muss alles an mich ranreichen. Das ist ja auch immer etwas, was Leute nicht verstehen. Sobald ich irgendwas kritisiere, kommt dann immer, aber Eminem ist doch... Und wenn ich sage, halt Eminem macht seit 15 Jahren scheiß Musik oder wie lange das jetzt her ist, dann sind immer alle direkt wütend auf mich. So. Aber es ist halt ja einfach so. Und das ist halt, was ich meine, ist aber so... Was ist der Grund für ein Comeback in dem Sinne? Ist es deine innere Unruhe, die dir sagt, ich muss das jetzt machen, dieser Trieb? Und wenn dann das Album nicht dem gerecht wird, dass ich jetzt als ACMJ dastehe und sage, ich finde das nicht gut, dann ist es ja auch nicht schlimm, weißt du? Dass ich ein Album nicht gut finde, ist ja jetzt auch nicht so, dass das nimmt ihm jetzt nicht die Erlaubnis, Musik zu machen, um Gottes Willen. Aber... Macht man das aus einer inneren Unruhe raus? Ich will ein Album machen, ich will. So, wie ich das zum Beispiel, ich bringe ja jetzt gerade irgendwie dieses Jahr, wie viel Musik ich schon rausgebracht habe. So, die ganze Zeit, hier neues Video da, irgendwie Free Mixtape, bla 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 bla. Und das mache ich nicht, um mich am Leben zu halten und oh Gott, ich muss irgendwie den Hype aufrechterhalten, die Leute sollen mich bitte immer noch auf dem Schirm haben, so, nein, ich habe gerade einfach unfassbar Bock, Musik zu machen. Wenn ich sag, ganz ehrlich, wenn ich keinen Bock mehr habe, Musik zu machen, dann wird es einfach keine Musik mehr von mir geben. Und das ist dann aber auch im Endeffekt, finde ich, scheißegal. Warum machst du Musik? Ich? Bruder, du hast hier ein Haar, das mich die ganze Zeit schon stört. Nimm es, es gehört dir. Wer es findet, darf es behalten. Ja, eben. Also ey, ganz ehrlich, ganz simpel, ich habe Mucke gemacht und bin da, das klingt so doof, wenn man sagt, man ist so reingerutscht, aber es ist halt wirklich so. Es war so, ich habe mein Fachabi gemacht, habe Mucke gemacht nebenher, hatte keinen Bock studieren zu gehen oder irgendeinen Mist und dann kam Labels an, bla bla bla. Und dann war ich so, ja komm, ich habe eh Bock, Mucke zu machen. Mit dem Vorschuss könntest du davon leben. Es ist so, es ist ganz simpel. Ich bin da einfach reingerutscht. Also es ist wirklich so, wirklich. Mir gibt dieses Rampenlicht nichts, weißt du, ich bin so ein Typ, emotional passiert da nichts. Das ist rational. Ich stehe auf einer Bühne, da sind 7000 Leute, ich bin so, faktisch gesehen ist das krass. Aber es ist nicht so, Bruder, darum mache ich das. So, das ist, ich bin wirklich reingerutscht. Ich wäre am liebsten immer noch so ein RBA-Rapper, der so Hinrunde, Rückrunde macht. So. Ich will nur im Internet sein. Also ich will nicht im Internet sein, weil Internet all awesome ist, aber weil mir dieses Öffentlichkeitsding nichts gibt. Nichts. Und was hält heute noch den Motor am Laufen? Warum machst du heute noch Musik? Verträge. Ja, du sagst an irgendeiner Stelle auf der EP, sagst du so einen Satz wie, ich mach nur noch weiter, weil ich mit dem zweiten Album... Ey, das ist halt, guck mal, das Ding ist, ich kann nicht gut arbeiten, wenn ich irgendwelche Verträge habe. Wenn ich weiß, du musst jetzt. Ja. Gerade in Kreativität so. Du musst jetzt, weil das. Ich mache Mucke, weil es mir Bock macht. Ja, ich mag das. Ich mag zu schreiben, aufzunehmen. Das ist cool. Aber alles andere ist halt mittlerweile, es wird halt echt immer weniger so zum Aufzählen. So. Dieses finanzielle Ding sehe ich halt nicht so. Fühle ich nicht. Dieses Props zu bekommen, sowohl von Rappern als auch von Fans, das gibt mir, ey, das ist nett, um Gottes Willen so, aber das bringt mich menschlich nicht weiter. Also das berührt mich menschlich nicht. Das hat nichts über meine Person, sagt das nichts aus. Mhm. Das ist wie wenn jemand zu einem Zahnarzt geht und sagt, Digga, wie du die Zähne machst, richtig geil.
Weißt du, das ist so, ja, das heißt doch, das ist doch menschlich für mich. Ich habe meinem Zahnarzt auf jeden Fall noch nie eine hohe 5 für seine Arbeit gegeben. Dann ist er vielleicht nicht gut. Doch, ist alles gut, aber vielleicht muss man das einfach ein bisschen machen. Die Wertschätzungsebene, ja, aber es ist so, Mann, es ist einfach nur ein Job. Und sobald es ein Job wird, findest du deine Fehler, warum der Job scheiße ist. So, ne? Ja. Will mich nicht beklagen, ich kann auspennen, so, das ist das Wichtigste, aber das ist fast das einzige Minus. Ey, das ist fast das einzige Plus. Ich wirklich kann auspennen. Ey, mir gibt das nicht. Ich finde diese, ich finde das alles Mist. Das ist alles Mist. Diese Fannähe, die, ich weiß, als ich früher Rap-Fan war, da warst du Rap-Fan, da hast du es gefeiert, da war ein Konzert, bist du hingegangen. Heutzutage schreiben die Leute, die auf Twitter oder labern dich an, als wären wir Freunde oder so. Oder auch so die so, kennt ihr diese Sorte, die so denken, also bei mir ist das oft so, die denken so, hör, so ein Typ, ne, der ist immer stoned, ne, bla bla. Und dann schreiben die dich so an, hey, du Bitch, alles klar, Mann. Weißt du, die sind Fan, aber die wollen so cool, vulgär reden. Ich bin so, Digga, du bist 12, so warum redest du mit mir so? So, weißt du, das, du musst mich nicht siezen, aber diese Fannähe, also da ist keine Grenze mehr dazwischen. Das keine, die Leute, ich finde das einfach eine respektlose Szene, sowohl von den Fans, und darum kommt mir diese Comeback-Sache auch. Da denke ich oft so, macht ihr das den Fans zuliebe, weil ihr denkt, ihr seid denen was schuldig oder so? Ich glaube, es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus allem. Ich meine, aber warum? Wer sind die denn? Dass ich meine Kreativität benutzen muss? So, ja, du musst jetzt, weil die warten. Hä? Warum warten die? Sind sie auch selber schuld? Nein, wenn ich Bock habe, du hast vorhin die Beginner genannt. Wenn ich Bock habe, mit wie vielen Leuten sind das? 3? Boah, richtig respektlos. Ey, tut mir leid, ich weiß, es sind 3. Das ist 3. Das tut mir echt leid. Das ist nicht böse gemeint. 3, oder? Ja. Okay, also. Wenn ich Bock habe, mit 2 Leuten, 2 Kumpels Mucke zu machen, mach ich die. Aber du machst jahrelang nichts und auf einmal wirkt dieses Produkt so, als würdest du es machen, weil die Leute es erwarten und es in Hip-Hop gerade läuft. So, wenn ihr doch 3 coole Dudes seid, dann mach doch einfach Mucke. Aber da kam jahrelang nichts. Ja, aber im Zweifel verdienst du ja auch Geld damit, ne? Ist dein Job, oder? Ja. Ist dein Job? Nee. Halb. So ein bisschen. Ja. Ja. Das heißt, da ist eine sehr gute Möglichkeit, also es ist ja dann was mit fast jedem Beruf immer zu tun hat, je mehr Freiheit du hast, ja, desto kreativer und eben freier kannst du auch arbeiten. Nein. Nein, weil du hast Existenzprobleme vielleicht. Wir reden hier von einem kreativen Job. Ja. Wir reden davon, ja, dass du auf Knopfdruck im besten Fall kreativ sein musst. Wenn die Kohle knapp wird oder das Datum abläuft und du sagst, ey, jetzt sind schon, wie bei den Beginnern, 10 Jahre vergangen. Nein, also, was ich sagen will, ist 2 Jahre vergangen, ey, langsam sollst du ein Album raus. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Weil sonst ist ja der Hype nicht mehr da und dann kannst du auf Festivals, kannst du nicht mehr Geld verlangen. Und das ist ja so ein ekelhafter Rattenschwanz, der alles davon abhängt, von deinem Gemütszustand. Wie kannst du dich entfalten, wie kannst du deine Kreativität irgendwie aus dir rauskitzeln? Und darum hast du nicht mehr Freiheit, im Gegenteil. Nee, darum will ich ja hinaus. Wenn man so in deiner Situation ist, die Mucke eben zu machen, weil nicht Verträge daran stehen, sondern weil man klar, irgendwie muss man sein Leben regeln, aber man regelt es und dann macht man Mucke. Und man macht die nicht, weil da Verträge sind oder weil dann ein Release-Termin kommt. Das heißt, es gibt mehr Freiheit und das fördert die Kreativität ein bisschen. Auf jeden Fall. Also ich meine, bei mir ist ja jetzt zum Beispiel so, ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, einfach Musik in dem Sinne nur als Extended Hobby, sage ich mal, zu sehen. So in dem, so. Aber weißt, hat sich irgendjemand für dich interessiert nach dem Bruch? Gab es Anfragen? Ja? Ey, das hat sich nie wirklich geändert in dem Sinne. So, also klar weniger, ja, klar geringere Angebote, ja, natürlich. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, ist ja Quatsch. Aber klar, als dann die ersten Sachen wieder kamen, Minus hier, da, bla bla bla, dann wurde es wieder mehr. Es wird jetzt auch wieder mehr. Es wird mehr darüber gesprochen wieder. Es ist wieder, in dem Sinne, ist wieder so ein bisschen Szene intern anscheinend wieder, keine Ahnung. Du hast ja auch ehrlich, also muss ich auch sagen, du hast ja ein paar ganz geile Sachen da gemacht. Die sorgen ja dafür, dass die Leute bestimmt auch Interesse daran haben. Ja, und es ist ja in dem Sinne so, klar, nach dem Ding haben mich erstmal so viele wahrscheinlich so, gut abgeschrieben. So, ne? Also, Chance vertan, durch. So, schade. Jetzt so. Ist ein Comebacker übrigens. Und jetzt ne? Bin ich schon wieder Comeback, so, weißt du? Aber ich hab nicht so lange gewartet. Ich habe meine Fans nicht warten lassen. Nee, aber ich habe dann einfach weitergemacht irgendwie und dann, na klar, kamen dann wieder Sachen so, aber natürlich ist es nicht derselbe Moment wie damals, ganz davon abgesehen, dass die Zeit auch eine andere ist. Als damals Monty rauskam und dann so szenenintern darüber gesprochen wurde, dann gab es nicht noch 200 andere Rapper, über die man genauso gesprochen hat, ja, so, sondern da gab es so eine Handvoll Dinge, wo man gesagt hat, das wird groß oder könnte groß werden. Mittlerweile ist ja so, Digga, mein Nachbar hat, glaube ich, sogar einen Hype. So, weißt du, und wer ist dein Nachbar? So, keine Ahnung wer, aber wahrscheinlich hat er einen Hype. Ich habe es noch nicht mitbekommen. So. Vielleicht ist er auch Fashion-Blogger.
Wer ist er auch? Vielleicht ist er YouTuber, Digga, man weiß es nicht. Influencer. Ein Influencer, so. Weißt du, und das ist halt so das Ding, jeder hat irgendwie so, jetzt gerade, das ist ja super viel irgendwie. Und es gibt aber einen guten... Was ich sagen wollte, ist, ich habe mich dazu entschieden, eben jetzt einfach nur Mucke so in dem Sinne so zu machen, wie ich die jetzt mache und arbeite tatsächlich lieber gerade in diesem Café irgendwie und damit ist meine Miete gezahlt und bla, alles weitere, was mit Musik reinkommt, ist ein netter Bonus in dem Sinne, aber ich möchte mich nicht abhängig machen von der Musik. Das war ich nämlich schon mal. Ich war mal abhängig von der Musik, dass die Musik genug verkauft und gut genug läuft, dass meine Miete gezahlt werden kann. Und in Zeiten, als ich gerade Monty gemacht habe, Vorschuss bekommen habe, bla bla bla, da ging es mir finanziell sogar eigentlich, also so gut ging es mir auf jeden Fall noch nie finanziell in meinem Leben. Kreativer war ich dadurch nicht. Ja, aber so. Der Stress und die Außenwirkung. Na klar, weil, das dann ja, weil je mehr Kohle auch in dich investiert ist und wird und was weiß ich, desto mehr Erwartung ist natürlich auch da. Und in der steckst du dann jetzt halt auch im Prinzip noch mit drin. In der steckt dann noch natürlich drin. Du musst nur diesen Punkt erreichen, wo du einfach weißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es komplett floppt und du komplett am Arsch bist. Wenn du damit cool bist, kannst du eine Mucke machen, wie du willst. Ja. Wenn du einfach weißt, ey, das Schlimmste, was ich verlieren kann, ist mein Job und auf den scheiße ich notfalls, so, weil ich für den nicht lebe, dann ist alles gut. Hast du das für dich so alles... Ja, ich bin an dem Punkt. Von Anfang an oder hat sich das auch entwickelt? Nee, am Anfang, ey, das war halt so all eyes on you, so total, ey, keine Ahnung, du machst, wie gesagt, ich rap in so einen verfickten Kleiderschrank rein und auf einmal kommt so Sony und du bist so, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann kriegst du dein Geld, ne, dann bist du eh so, wup, wup. Und auf einmal merkst du, du hast kein Geld mehr und bist am Arsch und ziehst dann irgendwann, ne, bei Blau so, als dann da der Knoten gibt, ich hatte ja so ein kreatives Loch damals, wo ich halt so nichts hingekriegt habe, so, ne. Ja. Klar, ich hatte, wie gesagt, finanziell so, ich hatte privat ein bisschen Probleme und war halt einfach abgefuckt und irgendwann bist du so dieses, bringt doch jetzt nichts. Scheiß doch, du musst das Baby jetzt, du musst das Ding jetzt nach Hause bringen, so. Und seitdem funktioniert es eigentlich. Also seitdem ist es wirklich so, ey, das Schlimmste, was passieren kann, ist das. Du sagst auf dem Open-Mic-Song, die Lichter auf der Bühne, Mann, sind die übel. Das heißt, du hast auch selber für dich quasi die Schattenseiten von all dem Zirkus. Ja, das lockt natürlich schon. Das lockt natürlich schon, nur dass bei mir ist es so, ich bin ein bisschen resistent, weil ich das nicht suche. Ne? Ich suche das nicht. Das ist ja auch eher eine Kritik an das große Ganze, ne? An die ganze Gruppierung. Und das ist so, das wirkt natürlich auf viele. Die lieben das, Rapper lieben das doch. Also guck mal, das Ding ist, ich bin Top 2 gegangen, so, ich habe Major Deal, den ganzen Scheiß, diesen ganzen Mist, ich habe eine sehr gute Tour gefahren letztes Jahr und so und ich weiß, was geldmäßig so rüberkommt, okay? Will ich nicht haten. Aber wenn ich sehe, was Leute, die weniger sind oder gleich viel, ne, was die für Ansagen machen, finanziell und hier, out, das. Da sitze ich da und bin so, du liebst es doch einfach nur, den Leuten da draußen die Illusion zu geben, dass du ein Made Man bist. Aber ich weiß, du kannst es rechnerisch, vielleicht bist du auch ein bisschen mehr, vielleicht hast du hier ein bisschen da. Aber wir sind Deutschrapper, können wir das mal alle festhalten? Deutschrapper. Was ist das? Nein, jetzt mal ernsthaft, also wirklich auf diesem Level. Ich rede jetzt nicht von diesen Crow-Dudes und so, sondern ne, hier, da, wo ich mitspiele. Wir sind Deutschrapper. Das ist, was willst du für Millions haben? So, woher? Und das ist dieses, die lieben das und darum diese Line, so, diese, ne, die lieben das. Oh, das wirkt. Und dann wirst du natürlich, guck mal, du bist auf dem Geburtstag und dann bist du, was arbeitest du? Kfz-Mechaniker. Was arbeitest du? Ich bin Zahnarzt. Mal wieder, um den aufzugreifen. Was bist du? Rapper. Ah, cool, was, echt, was, bla, bla. Das ist ja, das klar, Interessante. Das ist halt das ist das Interessante. Das und das ist dann für dich dieses... Seht ihr die Lichter, ne? Die Flügel. Das ist das Ding, zum Beispiel, wie viele Rapper haben einen Nebenjob? Oder eigentlich sogar einen Hauptjob, weil das viel mehr die Miete zahlt als das Rappen. Das ist das, was die Leute da draußen super nicht... Super viele, sage ich dir. Ja, Digga. Genau, was sie alle nicht sehen. Und wie viele sagen es? Ja. Super wenig. Warum? Weil es erstmal unangenehm ist und irgendwie peinlich, das zu sagen, weil es dann wieder das Gefühl gibt, oh, läuft bei dem nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Ab genauso welcher, wie es so bei mir jetzt wahrscheinlich so wirkt, so, oh, dem muss es ja schlecht gehen. Wahrscheinlich kann ich besser meine Miete zahlen als viele, die nur von Rap leben. Wahrscheinlich fühle ich ein geileres Leben teilweise als Leute, die nur von Rap leben. Weißt du, was ich meine? So, ja, dafür muss ich man dreimal die Woche Latte Macchiato auf den Tisch. Also ganz einfach, wenn du Dienstleister wirst, ja? Wenn du wirklich kontinuierlich, wir sagen jetzt so, also. Guck mal, das Ding ist bei mir, ich habe kein Auto oder irgend so ein Mist. Ne? So, ich lebe wirklich, ich brauche das alles nicht. Aber wenn
wenn ich dieses Leben, was ich habe, weiterführe, aber jedes Jahr ein Album raushaue, sage ich dir ehrlich, könnte ich davon leben. Ja? Was auch wieder dieser Punkt von der Kreativität ist. Ich habe das ja nicht in der Hand. So, und dann fängst du an, hier, lass ich mir Texte schreiben. Hier werde ich Phrasendrescher Nummer 1, 2, 3, boom, 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 boom. Ne? Dann bist du einfach nur noch, ich muss das machen, weil A plus B ist das. Weißt du? Das ist der Punkt. Du machst aber nicht mehr Musik, weil du einfach so, ey, ich bin gerade voll kreativ, ich habe hier was Geiles geschrieben, ich versuche das mal aus, sondern ich gehe auf Nummer sicher, ich lasse mir Texte schreiben oder ich lasse mich inspirieren oder ich klaue, weil Geld muss reinkommen, Miete muss gezahlt werden. Und bei mir ist das der Fall. Ich bin, ey, bei mir, diese ganze Mucke, das ist eine Atmosphäre, das ist für mich so, ich muss in der Stimmung sein. Und wenn die nicht da ist, weil du irgendwelche anderen Faktoren hast, die dich abfacken, dann kommt halt nichts. So, oh, das ist bei dem aber auch echt heftig. Bei mir ist es auch heftig, ja, aber bei mir ist es halt wirklich so, Bruder. Ey, ne, wir saßen dran, so, ich habe 4 Monate nichts geschrieben und was weiß ich, 80%, was du auf der EP hast, sind in 4,5 Wochen entstanden. So. Ja. Weil ich da dann auf einmal Bock hatte. Weil da dann plötzlich Bock hatte. So. Da hatte ich dann auf einmal Bock. Davor war einfach so, ja, wir müssen da so eine, ja, wir wollen da so eine EP, ja, vielleicht, bla bla. Und jetzt haben wir Druck, so, ne? Aber das ist der Punkt, so, ich funktioniere nicht auf Knopfdruck und dann habe ich so, mein Einkommen sieht so ungefähr so aus. Jahr 1, 2, 3, davon kannst du nicht leben. So, wir werden älter und älter und älter und ich habe manchmal gar kein Geld und manchmal richtig viel Geld. Kannst du damit umgehen? Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nein, weil das Problem ist, du machst ja in den Jahren, wo du kein Geld hast, musst du dir ja irgendwo Geld hier vielleicht da was pumpen, da vielleicht das. Ne? Du musst halt über die Runden kommen. Ja. So, und dann kriegst du dein großes Geld und musst das alles privat irgendwie zurückzahlen. Kannst das nicht als Geschäftsausgabe natürlich verbuchen. Und dann musst du Steuern zahlen für diese Summe, wovon du nur so viel hattest, weil so viel wegging. Und dann bist du, das ist ein Ding. Ich war noch nie so abgefuckt oder verschuldet oder so, seit ich Rap mache so. Ne? Das ist, ich will nicht meckern, so, es kommt Geld rüber. Aber für einen Typen wie mich, der wirklich, ey, ich bin wirklich selten kreativ. So. Also weil ich halt einfach, wenn ich nicht in der Stimmung bin, bin ich nicht in der Stimmung. Und dann kommst du direkt in Verzug. So. Das ist ganz einfach. Die ganze EP ist ja nämlich so ein kleines bisschen, also so wie ihr das beschrieben habt, schon so ein ganz Treffen. Weil mein Eindruck ist, so, bei dir ist es so ein bisschen eine Verarbeitung von all dem, was in der letzten Zeit passiert ist. Und es geht mehr um dich. Sehr viel. Also wir haben das ja vorhin schon gehabt. Vor allen Dingen bei Die Welle habe ich das Gefühl, der letzte Part, also die Leute werden es dann ja alles hören und können sich dann drauf anhören. Der komplette Part wirkt wie so eine Aufarbeitung und Verarbeitung von all dem, was in den letzten 2 Jahren passiert ist. Bei dir ist es die Möglichkeit, endlich mal wieder der ganzen Welt da draußen zu sagen, wie beschissen du alles findest, was in Deutschland passiert. Ja, und das ist ein Free-Download, ne? Also das ist wieder Mucke, die mir nichts bringt, so gesehen. Ja. Aber da funktioniert es. Ja. Da ist kein Druck dahinter. Das ist so, wir haben Bock darauf und dann machen wir die Mucke. Und darum schreibe ich halt auch viel schneller einen Text, als wenn ich weiß, oh, ich muss jetzt aber langsam, ne? Also vom Zeitplan bin ich jetzt schon 3 Tracks hinten dran, oder? Aber die Zeit, dass du mal wieder ein Album machst, ne? Was sagt denn das Label? Irgendwann kommt auch... Ey, das Label ist ganz entspannt. Die sagen einfach, zur Not lassen wir den ausbluten. Also das sagen die natürlich nicht, Nein, das sagen die nicht, aber es ist klipp und klar. Du machst halt ein Album und dann sagen die, hier ist dein Vorschuss. Ja. Und wenn der weg ist, dann musst du halt gucken. Ja. Dann guck halt, dann geh halt arbeiten. Was sollen die machen? Was sollen die machen? Also guck mal, ich habe unterschrieben 2013. Da war geplant 2014 Album. Ich war in der Juice damals als einer der meisterwartesten Alben 2014. Ja, und ich habe mir 2013 einfach 2 Jahre Zeit genommen, mich komplett zurückgezogen, nur eine Tour in Österreich gespielt und sonst nichts. Ja, ich habe damals auch gedacht, Mensch, jetzt muss ja eigentlich ein bisschen was passieren. Ja, war alles so, alle waren so, okay, was kommt da? Und ich war so, ja, nichts. Und nicht mal so, 2014 kommt das gar nicht. Ich sag auch nicht, dass es 2014 nicht kommt. Sondern es war einfach nur so, was ist mit dem Typen? Ja. So. Und ich frage mich echt, wie man so einen Hype verpuffen lassen kann, du. Bang, und trotzdem gekillt. Nee. Ey, ich frage mich echt, wie das geht. Ja, muss ein Album kommen. Wie kann man denn so lange für ein Album brauchen, wenn man gerade einen Hype hat? Oder? Ja, ne? Das ist ganz ehrlich, cool. Die Zeit muss man eigentlich nutzen, ja, und direkt morgen sein. Morgen eins bringen. Ey, nur Idioten, ganz ehrlich. Nee, also ich muss ein Album machen, ja. Machen wir nach der Tour. Ja? Ja. Aber ey, es ist wirklich so, ich habe da vom Label keinen Druck. Das Label ist halt einfach so, ja, hau mal raus. Aber wenn halt nichts kommt, ist ja meine. Fühlt dann seine neue Situation sich für dich ein bisschen wie Befreiung an, kreativ? Also wenn du siehst, wie es ihm besser geht? Ey, komplett. Weil ich weiß, wie es damals war. Ich habe damals in diesem Battle-Scheiß da mitgemacht. Ey, wenn ich da zurückdenke, ich habe jede Woche oder jede zweite Woche ein Part geschrieben, manchmal 2. Das war so, das ist für mich nicht denkbar mittlerweile. Aber ich weiß, ich habe es damals gemacht, weil ja nichts drauf, hing ja nichts dran. Es war ja einfach nur so, ich habe halt Bock darauf. Und
zu sehen, wie produktiv er ist. Es wird nie so sein, selbst wenn ich in den gleichen Situationen wäre, selbst wenn wir im gleichen Café arbeiten würden und die gleiche Schicht zusammen hätten. So würde es niemals, wenn ich, er ist Musiker. So, ich sag ihm immer, und das ist, ey, no homo, so, ich wünsche ihm das, was ich habe, weil er wüsste es zu schätzen. So, ist so. Ey, ist so. Ist so, weißt du, faktisch, auch da wieder faktisch, ich kann das aufzählen, was ich, ich will nicht sagen gerissen habe, aber was sich nicht leugnen lässt. Ja, ich bin gut gechart, ich habe das verkauft, das, kam alles gut an, Videos kamen, alles cool. Wie viele Leute kommen auf deine Konzerte? Kommt doch an, wie groß die Halle ist. Ja, aber grundsätzlich, was willst du sagen? Ich weiß nicht, wir haben auf der letzten Tour waren das zwischen 400 und 700 der Hallen. So, und ich habe 13 von 18 Dingern ausverkauft. So. Und ich hatte, wie gesagt, was das angeht, nie Probleme auch so. Ne? Auch, wie gesagt, Verkaufsdinger. So, dadurch, ich glaube, dadurch, dass ich so wenig mache, sind die Leute immer so, wenn dann mal was kommt, so, ja komm, gib her. Und liegt es auch genau an der Haltung, die du an den Tag hast? Ja, legst? Wir haben immer gesagt, Bennett on, und ich habe immer gesagt, willst du was werden, mach dich rar. Ja, ist so. Bisschen kontraproduktiv für das, was aber dann im Hip-Hop-Kosmos gerade so passiert. Materia hat mir früher schon beigebracht, du musst alle halbe Jahre zumindest irgendwie präsent sein, sonst bist du vergessen. Ja, dann bin ich vergessen. Also wirklich, das ist für mich, aber... Aber die Sache ist, ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall, aber wenn du... Deswegen war es ja damals so irgendwie mit meinem Album, hieß es damals so, mit dem Universal-Album, ja, das lag nur daran, weil du dir so viel Zeit gelassen hast. Zeit ist nicht immer ein Faktor, finde ich. Klar, du kannst zum richtigen Zeitpunkt am falschen Bahn, ne, so. Aber wenn du etwas rausbringst, das ist aber überkrass, dann ist es scheißegal eigentlich, was alles davor passiert ist. Wenn man so, nehmen wir mal einfach Crow jetzt. Easy ist rausgekommen, der hatte keinen Hype oder toller Zeitpunkt hier, was weiß ich. Nein, der kam um die Ecke, hat ein Ding rausgebracht, was ihn einfach einen Nerv getroffen hat. Und war es scheißegal, was davor in dem Sinne passiert ist. Weißt du, was ich meine? So? Und in dem Sinne, nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Casper, wie lange war zwischen Hin zur Sonne und XOXO Zeit in dem Sinne? Eigentlich auch so, dass man teilweise war so, das wird ein bisschen spät, vielleicht bla, und dann kam es raus, boom, so in dem Sinne. Das ist scheißegal, wann du eigentlich was rausbringst, weil wenn ich jetzt meinetwegen 5 Jahre keine Mucke mache, dann kriegt und ich plötzlich einen Hit rausbringe, der einfach jeden erreicht, dann kriegt ja in dem Sinne kein Hahn danach, ob ich mal einen Hype hatte und der verschwunden ist oder zu lang gedauert. Das ist scheißegal, wann ich das rausbringe und es boomt so. Ich bin persönlich ein sehr großer Freund von dieser Theorie, dass man die Kreativität eines Künstlers immer mit genug Raum, also dass der genug Raum braucht, um das zu schaffen, weil nur dann am Ende wirklich gute Sachen rauskommen, ja, die man sich noch 3 Jahre später anhört. Du bist einfach Dienstleister für dich selbst, damit du Geld machst. Aber das ist der Punkt. Ich kann da so nicht arbeiten. So, ich. Und bei mir ist halt gerade, wie gesagt, mit der Mucke jetzt gerade, weswegen ich so viel rausbringe, ist einfach nur, weil ich aber auch gerade in dem Sinne kann und ja. Bock habe. Weißt du, so alles, ich sitze zu Hause und mache Mucke und was weiß ich. Und ich finde halt einfach persönlich so, und wenn ich halt mit meinen Jungs spreche und alles, und denen das so zeige, davon finde ich, einfach vieles geil, sodass ich sage, ey, ich habe Bock, das den Leuten zu zeigen. Ich will mir gleichzeitig aber auch nicht unbedingt Gedanken darüber machen, wie bringe ich das jetzt in einem richtigen Rahmen raus, muss dafür dick Promo machen, bla, ich will es einfach raushauen. Und die Leute, die es cool finden, hören, die es nicht so... Auf Many Man von 50, dem ersten Song, sagt ihr beide, glaube ich, während deutsche Rapper krampfhaft ihre Realness prüfen, deutsche Medien fragen, ob sie mitspielen dürfen und sich sehen nicht nach einem Happy End irgendwie oder nicht nach einem Happy End. Nach einem Happy End fürs Business sitzen wir beide rum und sehen. Genau. Woran krankt es genau? Was meinst du genau? Im Business, in der Szene. Weil das klingt ja, ich meine, das ist ja auf der einen Seite die Watschen für die Rapper, das ist ein schöner Gruß wahrscheinlich an den einen Rapper, der in dem einen Interview sich 2 Stunden lang oder über Realness debattiert hat, dann gibt es... Eigentlich gar nicht mal bestimmt. Gut, dabei gibt es auf jeden Fall verschiedene, die sich darüber Gedanken gemacht haben. Medien im Hip-Hop kriegen auch immer häufiger ihr Fett weg für die Art und Weise, wie sie Berichterstattung machen. Woran krankt das? Was glaubt ihr, was kann man verändern? Also ich meine, ist es nicht einfach der Lauf der Dinge? Ist es wahrscheinlich einfach der Lauf der Dinge und so ist es mit allem irgendwie, was natürlich irgendwann der Wirtschaft zugrunde liegt in dem Sinne. Ich sag mal so, was mit dieser Rapper-Zeile gemeint ist in dem Sinne, ist so, jeder ist gerade nur darauf erpicht, nach außen hin auf eine gewisse Art und Weise zu wirken. So in dem Sinne so die Realness, sag ich mal. So, weißt du, ich will, dass man mich so wahrnimmt, pipapo. Ja. Dass die Medien da irgendwie mitmachen und so. Und ich meine, das sieht man ja einfach an der journalistischen, also an der Entwicklung der Journaille so in deutschen Hip-Hop.
sieht man einfach gerade, wohin es geht. Man sieht einfach, was ist gerade das erfolgreichste Medium in dem Sinne. Wahrscheinlich ist es, glaube ich, wirklich Rap-Update. Ja, so, ne? Was Deutschrap angeht. So. Oder auf jeden Fall mit am erfolgreichsten. Und warum? Nicht, weil das guter Journalismus ist in dem Sinne. So, aber genau das wollen die Leute ja auch so. Das ist, Musik ist generell, Medien generell, egal welches Medium, ist unfassbar zu Fastfood geworden. Siehst du dir Netflix zum Beispiel an, so, weißt du? Du hast zigtausend Serien so. Ich bin gerade voll in einem Trouble, welche Serie ich als nächstes gucke, um bloß mitspielen zu können so. Ich habe Stranger Things noch nicht gesehen. Ich werde pro Tag ungefähr Digga, weil ich keine Zeit habe. Ich gucke gerade aus auf Cards. Ja, Digga, so. Du musst wahrscheinlich den Schaum machen. So. Ne? Ich muss den Schaum machen, Bruder, und dann nach Hause kommen, Musik machen und dann gucke ich noch House of Cards ein bisschen. Bruder. Kann ich den ganzen Tag zu Hause sitzen mit Netflix-Serien und gucken. Guck mal Netflix. So. Aber weißt du, was ich meine? Ist halt einfach so, ich hab mir Stranger Things noch nicht angeguckt. Und pro Woche kriege ich die Frage ungefähr 5-mal so, hast du Stranger Things gesehen? Oder so, ja, wie bei Stranger Things, habe ich noch nicht gesehen. Was? So, es ist halt alles so, zack, da kommt was, da kommt was, da kommt was. Hier ein neues Album, da ein neuer Film, da eine neue Serie, da ein neues das, da ein neues dies, bla 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 bla. Und alles ist mittlerweile online abrufbar. Du hast es nicht mal mehr, dass du irgendwo hingehen musst und dir was kaufen musst, vorbestellen, Vorfreude, bar, dies, das. Ein Album ist nicht ganz zu erreichen für dich, weil es nicht auf Spotify ist, sondern ein Apple-Exclusive ist. Das ist schon so, oh mein Gott, wie soll ich denn das Album jetzt hören? Hast du das letzte Kanye West-Album hören können? Ja, weil ich ein Tidal-Abo gemacht habe. Natürlich, für 30 Tage direkt kündigen. Für 30 Tage direkt kündigen. Natürlich. Nicht mit euch, ne? So, natürlich Digga, nicht. Direkt, Bruder, gib ihm 30 Tage. Ich habe sogar noch einen Monat gezahlt, ja? Echt? Aber weißt du, es klar, ist... Klar, war noch nicht auf Spotify. Ich muss ihn noch einen Monat zahlen. Weißt du, wenn ich mir das Ganze anhöre, dann gibt es unheimlich viele Zahlen, über die ich lachen kann, über die ich schmunzeln kann, wo ich denke, ja, Treffer und dann auch, hey, man, komm, Alter, was ist los? Warum immer diese Abneigung, dieser Hass? Und am Ende ein Gedanke, der mir so die ganze Zeit durchgekommen ist... Bei welcher Zeile zum Beispiel hast du denn gelacht? Warum nicht? Dann lass mich mal einen Satz zu Ende bringen, dann gehe ich da rein. Lass mich doch mal ausreden. Genau, lass mich mal ausreden. Schön. Ihr seid doch trotzdem beide mitten in dem gleichen Spiel, das ihr eigentlich mitkritisiert, oder? Ja. Auch wenn ihr selber euch bewusst offen auch nach außen immer schnell... Selbst du, selbst mit einer gewissen Ignoranz, hast du ja selber jetzt auch klar beschrieben, trotzdem mittendrin. Weil am Ende gibt es dann ja trotzdem eine Tour und da muss ja trotzdem Werbung für gemacht werden. Und es gibt trotzdem wieder ein Release. Und dann wird dein Label kommen und sagen, mach Promo und du musst... Guck mal, ich bin ja hier der sich ja die ganze Zeit komplett rausnimmt und sagt so, ja, ich bin da in meinem Café. Aber das wirst du auch nur so lange tun, bis es wieder den Moment auf, gibt, wo ich wollte, ich wollte da ja eigentlich gerade zurückrudern in dem Sinne. So, ich sitze ja auch gerade mit dir und für ein Interview. Ja. So, weißt du, was ich meine? Bin dafür von Berlin nach Hamburg gefahren, um mit dir das Interview zu führen. Das würde ich ja auch nicht machen in dem Sinne, wenn ich so wäre, ach, mir ist das ja alles scheißegal. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich will ja trotzdem irgendwo, dass meine Stimme dann doch gehört wird. Aber weißt du, was der Grund so ein bisschen auch dafür ist? Und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen unfassbar ekelhaft, arrogant und was weiß ich schon wieder klingen. Oh. In letzter Zeit gelte ich immer wieder als arrogant. So. Vielleicht ist das der Kontakt gerade. Nee. Ich habe das schon voll oft gehört. Immer so, hat mir das voll der Arrogante. Und dann lernen sie ihn kennen, sind so, du bist ja doch nett. Was ich sagen wollte, ist einfach, ich finde gerade einfach, wenn ich mich zu Hause hinsetze und Mucke mache, ich finde den Scheiß einfach unfassbar geil. Ich finde die Mucke richtig geil. Ich sitze da, als wir die Welle gemacht haben, zum Beispiel den Song beide. Wir sind ausgerastet. Wir waren so, das ist so ein krasser Song, dazu müssen wir ein Video machen, damit den so viele Leute wie möglich mitkriegen. So, ich will dann auch, wenn ich etwas gemacht habe, wo ich so hinterstehe und sage, das ist geil, dann will ich das den Leuten trotzdem präsentieren. Also, und ich will es denen doch zeigen. Es ist mir nicht egal, ob es kein Schwein mitkriegt. So. Aber ich will mich nicht selber quasi in dem Sinne dafür verkaufen und mich selber verarschen. Das ist der Punkt. Und Dinge machen, sodass ich sage, oh, aber jetzt muss ich aber auch ein Album machen und eine Deluxe-Box machen, damit den noch mehr hören, blablabla. So ein Scheiß will ich dann nicht drumherum konstruieren und was weiß ich. Ich will das alles in einem Rahmen halten, worauf ich selber noch Bock habe. Weißt du, deswegen machen wir jetzt auch zum Beispiel keine Promotour und geben 20 Interviews pro Woche. Deswegen sind wir jetzt einmal hergefahren, geben ein Interview. Verstehst du, was ich meine? Ja, der Punkt ist, es geht ja nicht grundsätzlich darum, dass das alles scheiße ist, sondern es geht darum, was mir aufgefallen ist, es geht die ganze Zeit um dieses... Ja, so ist das halt. So macht man das halt. Mhm. Aber das Ding ist, also gerade diese Deluxe-Box-Sache, das muss ja in die Richtung gegangen sein. Also wir haben uns ja darauf eingelassen, dass wir heute an diesem Punkt sind. Das ist einfach ein Status quo, den man so macht. Ja,
Eben, aber das ist für mich, das weiß jeder, der mich so kennt, ich hasse es, Dinge hinzunehmen. So, ich bin nicht stur in den, ne? Aber dieses, das ist halt so, ist so, das ist doch kein Argument, das ist halt so. Dann muss man jetzt anfangen, ich meine, ein Interview, dass wir hier sitzen, das gehört dazu, das ist doch okay. Machst du aber nicht so oft. Weil ich es grundsätzlich nicht mag. Umso größer die Ehre, dass du extra dafür hier nach Hamburg gekommen bist. Ey, gerne. Ja, hart, ich meine, war harte Arbeit wahrscheinlich. Nö, eigentlich nicht. Nein, nein, okay. Hamburg geht immer. Hamburg geht immer. Aber Hauptsache nicht Berlin. Hauptsache nicht Berlin. Nee, aber auf jeden Fall, ich kann das absolut irgendwie auch nachvollziehen. So. So ist es halt. Das macht man halt so. So ist es halt, mit dieser Deluxe-Box und so ist ja einfach ganz klar, warum da auch nicht die Charts sagen so, ey, wir gehen jetzt doch nicht mehr nach Umsatz, sondern wir gehen doch nach verkauften Einheiten, so, weil das wird gerade irgendwie affig. Für die ist es ja total dumm, weil genau das mit dem, dass es nach Umsatz geht, ist ja mega gut für die Wirtschaft irgendwie, weil es wirft natürlich für alle mehr ab, wenn Produkte teurer verkauft werden, als dass halt einfach nur viel verkauft wird. Wie rechtfertigt man einen Preis von 39,95 für eine Box? Auf jeden Fall nicht mit einem T-Shirt. Es gibt aber eine ganz interessante... Das T-Shirt muss so heftige Quali haben. Alle. Bio-Baumwolle. Ja, auf jeden. Nee, das darf ja nicht über den Wert der Musik liegen, das wissen wir ja. Ne? Das darf ja nie mehr als die Musik wert sein. Super Qualität, so kaufe ich auch immer ein. So, das darf nicht mehr werden als das und das. Okay, gib mir mal das Billigste. Es gibt eine Zeile auf dem Album, die hast du, glaube ich, gerappt. Ich muss immer mal ein kleines bisschen an meinen Zettel gucken. Alles gut. Die ist dann eine ganz interessante, so ein Schlusspunkt. Weil nämlich habt ihr beide ja eigentlich in einer Zeit für euch den Kosmos und diese ganze Rap-Spiel, wie sie so quasi kennen und lieben gelernt, nachdem die erste große Blase geplatzt ist. Und wir vor allen Dingen in den Jahren 2008, 2009, 2010, 2011 so durch eine echte Talsohle gegangen sind, bis dann halt, was worauf man sich einigen kann, wahrscheinlich Casper, XOXO, alles aufgebrochen hat und auf einmal jeder wieder bereit war, sich damit auseinanderzusetzen. Jetzt sprichst du selber davon, dass du darauf hoffst, dass diese Blase, jetzt, die jetzt im Moment da ist, endlich wieder platzt und man und dich darüber freuen würdest. Ist das nicht, also glaubst du das wirklich, dass das passiert und ist das nicht dann wieder business-schädigend? Kann passieren. Und vielleicht ist es dann business-schädigend, dann ist es so. Dann muss man sich vielleicht... Die Karten müssen neu gemischt werden. Also ich sag mal so, weißt du, wie viele aufhören würden, wenn die Blase wirklich platzen würde, würden so viele aufhören und zwar genau die das nicht machen, weil sie einfach Bock drauf haben auf Mucke und was weiß ich und dann würde sehr viel beschissene Musik unser Spaß. Aber du musst auch überlegen, wenn die Blase platzt, bedeutet das ja nicht nur für die Rapper, dass die Blase platzt, sondern auch für das Business und dann ordnet sich das vielleicht neu und es geht nicht mehr darum, weil ganz klar, Deluxebox bedeutet... Mehr Umsatz bedeutet höhere Charts, bedeutet, das nächste Festival bucht mich für höheres Geld. So, das ist dieser Rattenschwanz. Und wenn der zerstört wird durch dieses Platzen der Blase, dann fängst du von einem ganz anderen Standpunkt an, Musik zu machen, etwas zu promoten oder sonst irgendwas zu machen. So, das finde ich halt bei dieser... Das bedeutet nicht nur, ja, wenn die zerplatzt, dann hast du keinen Job mehr. Nein, dann werden die ganzen Arbeitgeber, die Medien und die ganzen Charts-Kacke, die sortieren sich auch neu. Ne? Dann fühlt es sich im Zweifel ganz gut an, wenn man wie du auf meinem beschriebenen Planeten sitzt mit seiner Fanbase, die dann noch gerade drauf Platz hat und der Rest soll sich ficken gehen. Du musst einfach, weißt du, bei mir ist es so, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, so, bei mir läuft es an sich. Ich habe keine Angst, dass es nicht mehr läuft. Ja? Aber ich weiß, wenn es nicht mehr läuft, ist es okay. Weißt du? Ich kann sagen, ich scheiß auf Charts, obwohl ich gut gechartet bin. Ich bin kein Typ, der Platz 40, 50, 60 war und sagt, die Charts sind voll kacke. Und dann sind sie im Top 10 und sind so, hey, ich bin jetzt voll jetzt der krasse doch. Typ, ich bin jetzt Top 5 Rapper oder was weiß ich was. Das ist so, du bist neidisch und verbittert. Ich nicht. Ich habe die Erfolge und ich will mich nicht, ey, ich bin keine große Nummer, so nächstes Jahr vergessen, wenn ich nichts mache. So, ist okay. Aber das ist der Punkt. Ich habe das, ich bin, es läuft doch, aber ich kann dir sagen, es ist scheißegal, wenn hier nichts ankommt. So. Und die anderen sind einfach nur so, ich finde das alles kacke. Ja, weil du nicht Teil davon bist. Weißt du? Und darum sitze ich auf meinem kleinen... nächstes Jahr Album, ja? Ich mache nächstes Jahr Album. Geht gerade alles auf deinen Nacken, was ich so durch... Doppelalbum. Ja, ich bin auf jeden Fall... Ich freue mich jetzt schon auch schon aufs... Das wird böse. Das wird richtig asozial. Das ist das Problem. Ich bin krass cholerisch. Und das wird... Merkt man gar nicht. Ich habe so ein bisschen... Das wird, glaube ich, so ein bisschen... Ich muss aufpassen, dass es nicht zu... Aber so wie du es beschrieben hast, kommt ja nur ein zweites Album und dann war es das auch und dann kannst du nochmal allen den Mittelfinger zeigen. Ja, mach ich, Alter, dann werden Namen genannt. Ja, dann wird erstmal Tacheles. Niemals, Digga. Och Mann. Nee, aber ja. Und A zum J. Und A zum J, du bist. Ich hab den Song produziert. Ja. Aber du musst auch mal.
Was? Album machen. Ich mal sehen. Ne? Mal sehen. Ne? Ich glaub nicht. Das glaube ich dir irgendwie nicht. Das ist nicht in naher Zukunft, glaube ich. Weiß nicht, vielleicht schon. Also bei mir ist ja dieses Jahr, habe ich mir das grandiose Ziel gesetzt, was mich dann selbst dann wieder doch unter Druck gesetzt hat, jedes Quartal ein Release rauszubringen. Gibt es einen Fleck auf deiner Hose? Habt ihr den auf der Hose? Bruder, ich hoffe nicht, Alter. Cola-Flasche hier hinstellen. Mann, also, zu, Alter. Ich glaube, ich Hose ist zu. Aber so Free-Releases machen ist dann ja auch immer so ein bisschen, glaube ich, die Befreiung von den eigenen Lastern, die man so in sich trägt, oder? Ey, ganz ehrlich, ich habe für mich so ein bisschen erkannt... Ja, ich habe es jetzt hier gemerkt schon, ja, das stimmt schon. Warum muss ich denn ein Album machen und das jetzt zwingend ganz normal auf handelsübliche Wege verkaufen? Im Zweifel sind dann ja vielleicht die, ich meine, ich kenne die Zahlen, ich weiß nicht, was daraus passieren würde. Also ich kenne die Zahlen, aber da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ja. Das heißt aber, man kann auf jeden Fall, an einem bestimmten Level weiß man ja selber, ob sich das jetzt wirklich unbedingt lohnt und ob das jetzt alles unheimlich lukrativ ist auf der Kosten und so Situation. Im Zweifel ist das, was ihr jetzt macht, ja dann trotzdem ein ganz gutes Promo-Tool, um eine gute Tour am Ende zu spielen. Und wir alle wissen, dass ja, glaube ich, Künstler am Ende dann wirklich auch funktionieren, wenn sie live funktionieren. Tour, ja, natürlich, was absolut, klar, absolut. Natürlich. Und das ist, das heißt, alles richtig gemacht hier, dass ihr hier sitzt. Mal wieder. Ja. Nee, aber das ist natürlich so irgendwie auf lang... Also mein langfristiger Plan ist natürlich schon irgendwie darauf zu gucken, so viel live zu spielen und so alles, weil ich einfach auch... Ich mag es einfach auch unfassbar, auf der Bühne zu stehen. Ich habe da richtig Bock drauf. So. Hast du immer live gesehen? Richtig Spaß. Ja. Ne, man sieht das wie voll anders als lebt. Was meinst du? Man sieht das dir an, Digga, das ist deine Passion. Ja, mir macht es halt einfach super viel Spaß so. Ja. Aber schon zu großen Tourzeiten, wo ich gedacht habe, jetzt geht er richtig durch die Decke. Ja. Und dann hat er halt voll verkackt. Ne? Digga, du hast einfach so verpasst, Alter. Das ist also schön. Diesen Satz, ich wollte ihm dieselbe Überleitung dazu bringen, zu dem Satz, es passt euch nicht, als ob Jad plötzlich Eier hat. Ja. Ja, ist so. Passt euch nicht, wa? Ja. Ist so. Das ist so wirklich so, das habe ich ja in der Splashback-Cypher, habe ich Wann, Digga, wurde Arzt mir zum Mann, Digga. Ist aber, ich glaube tatsächlich so, dass das für manche so dieses, oi, woher kommen die Ansagen jetzt her? So, woher kommt das? Der war doch immer der süße Typ, der irgendwo auf depressiven... Der Hipster-Rapper mit der engen Jeans, der im Tanktop schlecht genährt in einer WG auf so einer Matratze saß und über irgendein Mädchen rumgeheult hat so, und dann so darüber einen Song gemacht hat und so. Und eigentlich ist er doch das, woher kommen jetzt diese Ansagen? So? Ich bin halt insgesamt ganz gespannt. Deswegen nehme ich den Leuten die Waffen damit weg, indem ich es einfach selber sage. Das ist halt ein bisschen wie mit Die Welle, diesem Part. Ja. So, natürlich, ich spreche irgendwo über mich, klar, in diesem Part, spreche aber ja auch es trifft auf alles zu. Es trifft auf es alles halt zu. Äußere ja auch zu. Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur meine Sache erzähle, sondern ich erzähle, glaube ich, die Geschichte von vielen. Das ist Journalismus, was wir gemacht haben. Das ist Journalismus. Das ist Journalismus. 16, sei ehrlich, das ist Journalismus. 16 Zeilen Journalismus geschrieben, Bruder, ein Song, alles zerstört. Und dann, weißt du, in dem Song, da gehe ich ja auch nach Hause mit und irgendwie ist es mit dem Finger zeigen auf Leute, ohne dabei aber zu sehr auf den Finger zu zeigen, weil ich eigentlich die ganze Zeit so mache. Ja. Weißt du, in dem Sinne. Deswegen nimmt es vielen natürlich aber auch, denke ich, so in dem Moment die Waffen weg, zu sagen, das ist doch nur, weil ich so, ja, das habe ich auch schon gesagt. Dazu muss man die EP halt bis zum Ende durchhören. Der 8-Mile-Moment. Ja, genau. Die Rabbit im letzten Battle. Es wird auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, weil ich finde schon, dass, was ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, dass da so Zeilen sind, dann sind die auf jeden Fall dafür sorgen können, dass Leute sich ein bisschen Gedanken drüber machen und diese Unzufriedenheit mit all dem, was da draußen passiert, inklusive einer Deluxe-Box und jedes Jahr ein Album möglichst dann zweimal im Jahr ein Album machen und immer präsent sein. Also das ist ja offensichtlich etwas, woran das Ganze krankt. Ja. Deswegen bin ich umso gespannter, was passiert, und ich freue mich jetzt schon auf, also wenn du nicht machst, aber dann freue ich mich auf deine Promophase. Danke schön, ich mich auch. Ja. Ich bin jetzt erstmal gespannt, Tour kommt, ne? Also insbesondere ist das dann ja das, was dann jetzt noch der Marketing, der Verkaufsteil geht auf Tour. Sorgt dafür, verdammt nochmal, dass die beiden ein bisschen was in den Kühlschrank kriegen. Sonst. Ja, Leute. Wer weiß, nach den Kurven, die du so gezeichnet hast, bist du ja irgendwo. Ja, ich bin momentan wieder hier, steifen, mit Rücken, mit und Heimweh, Alter. Geht's nach unten. Bruder, bei mir ist gerade einfach stetig so, weißt du, weil ich krieg ja Monatslohn. Ja, ich weiß nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, alles gut, Bruder. Bergab und Kneipe in Sicht. Morgen fahre ich auf jeden Fall wieder, heute vor Abend fahren wir wieder nach Berlin und morgen gehe ich auf jeden Fall wieder im Café, schön Latte Macchiato, sieh mich hinter der Bar. Triff mich hinter der Bar. Wenn ich mal einen guten Milchschaum haben will, komme ich vorbei. Bruder, der ist Bombe. Der macht echt gut. Der ist Bombe, Digga. Ich schwör's dir, das ist ein Milchschaum. Dankeschön.
Kannst du noch was lernen? Ja, ich befürchte auch. Dankeschön. Ne? Wir sehen uns auf Tour. Ich hab Hunger. Tschüss. Okay. Ich hab Hunger. Hast du was echt gerade gesagt? Ja, ja. Bruder, ich hab auch Hunger. Backspin.